Hallo, ich bin Niklas, bin 33 Jahre alt, komme hier aus Hamburg und betreibe das Sharktree Studio hier. Das Studio gibt es jetzt seit 8 Jahren ungefähr. Wir produzieren Musik hauptsächlich im Metal-Bereich und viele Jazz-Live-Sessions machen wir auch. Auf Abacus bin ich gekommen durch die Empfehlung von erst einem Kollegen und dann noch einem zweiten. Der erste Kollege sagte dann irgendwann so, oh, ich hole mir jetzt mal ein paar Speaker zum Testen und so. Und er hat halt auch die Mirrors dann geholt und hat die auch auf Empfehlung quasi geholt von einem anderen Kollegen. Und er sagte dann nach irgendwie 1 oder 2 Tagen, sagte dann zu mir, dass er schwer begeistert ist, dass er sich ein bisschen gewundert hat, dass er so begeistert ist und hat mir das dann halt weitergetragen. Dadurch, dass er auch so schwer ist, einen Lautsprecher zu finden und ich auch schon ein bisschen gefrustet war tatsächlich von der ganzen Geschichte, war ich sehr glücklich über eine weitere Empfehlung. Man bekommt immer viele, aber von dem Kollegen ist es halt auch tatsächlich so, dass ich sage, so, wenn der mir das empfiehlt, dann muss man die auf jeden Fall einmal irgendwie testen. Dieses ganze Thema Lautsprecher verfolgt mich jetzt schon seit ein paar Jahren und ich habe mein Setup, mit dem ich arbeiten kann, weil das einfach Lautsprecher sind, mit denen ich von Anfang an gearbeitet habe. Und wo ich jetzt halt nach gesucht habe, ist ein Lautsprecher, der Spaß macht, in dem ich einfach reinhören kann, verstehe, was abgeht, der dir nicht sonst was vorgaukelt und du hörst nachher den Song im Auto und der ist einfach nur Mist, sondern einfach ein Lautsprecher, dem man vertrauen kann und mit dem man einfach gut neutral arbeiten kann. Also ich habe schon viele Lautsprecher gehört und das, was mich da meistens im ersten Moment überrascht hatte und mich positiv gestimmt hat, hat mir im Endeffekt nachher gezeigt, dass es nicht die Wahrheit ist. Als ich die Mirrors aufgestellt habe, habe ich einfach das gehört, wie ich es bearbeitet habe. Also ich hatte den Eindruck, den ich von dem Mix, von dem Sounds hatte, der wurde mir komplett wiedergespiegelt, bloß noch mit mehr Details im Sinne von, mach doch mal die und die Schritte, dann ist es noch besser. Also es sind keine Lautsprecher, die dir sagen, das hört sich geil an, aber in Wirklichkeit hört es sich vielleicht nicht gut an. Sie sind einfach ehrlich und schön zu hören, weil sie auch nicht dir irgendwie das Gefühl geben, dass sie deine Ohren krass belasten oder sowas. Man fühlt sich wirklich wohl und das tatsächlich, ich bin ein sehr leiser Mischer und ich habe mich super wohl gefühlt bei einer geringen Lautstärke quasi. Es ist so interessant gewesen, weil ich habe die Mirrors gestern das erste Mal getestet und dann kamen ja jetzt heute noch die C-Boxen mit dazu, die haben wir dann heute Morgen mit aufgebaut und diese kleinen Boxen waren halt so schön vergleichbar mit den Mirrors. So, die haben sich gut dazu ergänzt. Dann sind jetzt heute auch noch die Pivotas mitgekommen und was soll man dazu sagen, also irgendwie ist so alles eins vom Prinzip. Und das war eigentlich das Schöne, dass man nicht sagt, es ist jetzt auf einmal alles unterschiedlich, weil alle Speaker komplett unterschiedlich sind. Jeder Speaker hat seine Stärken, aber man hat immer den gleichen Charakter gemerkt bei allen Speakern. Das war sehr, sehr interessant. Es war nie so, dass man sagt, so, okay, gut, das ist jetzt komplett was anderes, sondern es hat sich immer dazu ergänzt. Was mir halt super aufgefallen ist, was natürlich auch extrem wichtig ist, ist der Bassbereich, dass man auch bei geringerer Lautstärke noch sehr gut den Bassbereich oder den Bass wahrnehmen kann und man genau hören kann, was da los ist. Das aber auch tatsächlich über das gesamte Frequenzbild. Also es ist nicht so, dass bei einer leisen Geschwindigkeit irgendwas absackte und man dachte sich dann, okay gut, funktioniert. Doch nicht.
Also ich glaube, die C-Box ist für alle gut. Denn ich persönlich würde die C-Box mir für jegliche Arbeiten hinstellen. Also vom einfach nur vom Edit bis hin zum Mixen, weil sie halt so kompakt ist, der Sound aber so direkt ist und auch einfach alles wiedergibt. Und deswegen kann man damit also so einen ganzen Tag, denke ich, locker mitarbeiten. Ich weiß, dass ich die Mirrors kaufen werde, weil die mir in den ersten ein, zwei Minuten eigentlich genau das gezeigt haben, wonach ich gesucht habe. Zum Beispiel Lautstärke, also Vocal-Lautstärken einzuschätzen oder die Snare von der Lautstärke einzuschätzen. Das sind immer noch so Sachen, die in einem Mix sehr, sehr, sehr tricky sind. Und ich hatte, als ich die Mirrors aufgestellt habe, mir eine aktuelle Produktion angehört, an der wir gerade arbeiten. Und da sind mir sofort die Sachen aufgefallen, die ich vermutet hatte, aber noch nicht richtig rausgehört habe. Und das habe ich quasi mit den Mirrors direkt hinbekommen.